Diese Website verwendet Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung. Indem Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich mit dieser Verwendung einverstanden. Weitere Informationen: Sprinter Lukas Jakob Schick, 33, muss nach seinem Sturz in der 4x100-Meter-Staffel bei der Leichtathletik-EM eine längere Zwangspause einlegen. Urheberrecht Getty Images. Nach seinem Sturz winkte Lukas Jakob Schick bei der Leichtathletik-EM dem Publikum. Der Berliner zog sich einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zu, wie er bei Instagram schrieb. Zudem erlitt er zwei Schnittwunden, unzählige Schürfwunden und leichte Prellungen. Das könnte Sie auch interessieren. Merkel wehrt sich gegen Vorwürfe der Leichtathleten. Schlussläufer Jakob Schick war am Sonntag kurz nach dem letzten Wechsel bei hoher Geschwindigkeit weggerutscht und hart auf die Bahn geprallt. Julian Reuss, der an ihn übergeben hatte, stürzte über seinen Teamkollegen. Nach dem Sturz hat sich Jakob Schick bereits wieder neue Ziele gesetzt. Nächstes Jahr wird wieder angegriffen, meinte er. Punkt. Mehr auf MSN. Feedback an MSN senden. Was können wir besser machen? Gesamtwertung für Website.